Eine Kinder- und Jugendberaterin sagt es schon, berät Kinder und Jugendliche, aber auch das gewaltbetroffene Elternteil. Die Fälle bekomme ich über die Erwachsenenberatung der Interventionsstelle, nehme dann proaktiv Kontakt auf und arbeite mit dem gewaltbetroffenen Elternteil zu den Themen, wie gehe ich mit den Fragen der Kinder um, wie gehe ich mit den Emotionen der Kinder um, wie gehe ich damit um, wenn jetzt zum Beispiel weiterhin Anfragen vom gewaltausübenden Elternteil kommen, wenn da Druck ausgeübt ist. Oder wenn Kinder sagen, ah, ich möchte jetzt aber zu Papa oder auch dahingehend zu antworten, was kann ich machen als gewaltbetroffenes Elternteil. Und für die Kinder bin ich einfach da, um zu gucken, wie können sie mit ihren Emotionen umgehen, weil häusliche Gewalt hat zur Folge, dass Kinder oft unangenehme Gefühle haben. Es hat mal ein Mädchen zu mir gesagt, zu Hause lege ich meine Gefühle in den Kühlschrank. Also es ist für Kinder ganz schwer, die Gefühle auszuhalten. Und was ich häufig erlebe, deswegen ist Gefühlsarbeit auch so wichtig, ist, dass sie diese Gefühle wegdrücken. Die Interventionsstelle bekommt ihre Fälle überwiegend durch die Polizei. Nach einem Einsatz häuslicher Gewalt schicken sie eine Datenübermittlung an die Interventionsstelle. Und wenn die Interventionsstelle die Daten bekommt, dann setzt sie sich relativ zeitnah und relativ zügig mit den Betroffenen telefonisch in Verbindung. Die Interventionsstellen gegen häusliche Gewalt und Stalking in Mecklenburg-Vorpommern haben ein gemeinsames Konzept und da ist auch die Kinder- und Jugendberatung verankert mit den Standards natürlich, dass wir proaktiv auch tätig sind, dass wir nicht bewerten und entwerten in der Situation, dass wir auf die Betroffenen zugehen, dass wir Elternberatung und auch Kinder- und Jugendberatung, also auch die Beratung für die Kinder und Jugendlichen anbieten, dass wir parteilich sind gegen Gewalt. Und auch, dass es bestimmte Beratungsabläufe gibt, dass wir zum Beispiel eine ressourcenaktivierende, traumasensible Beratung anbieten, eine Kurzzeitberatung, dass wir hinkommen, wenn es gerade passiert ist, relativ zeitnah. Und vor allem auch herzustellen, was ganz wichtig ist, Schutz und Sicherheit, zu gucken, wie können sich die Betroffenen und auch die Kinder schützen vor weiterer Gewalt. Das ist aus meiner Erfahrung einfach so, dass Kinder wissen, was passiert, dass Kinder es hautnah miterleben, dass sie dadurch auch Verhaltensauffälligkeiten entwickeln, die für sie schädlich sind oder die es ihnen schwer macht, im Alltag sich zu bewegen. Und dass ich es immer wieder erlebe, dass Kinder sehr dankbar sind dafür, dass sie jemanden haben, dem sie das alles erzählen können, weil das Große oder das ganz Schwierige ist für Kinder, dass in ihrer Umgebung es kaum jemand weiß. Die Isolation, die natürlich auch in der Partnerschaftsgewalt beschrieben wird, die trifft die Kinder doppelt so schwer, weil sie können zum Beispiel keine Freunde, Freundinnen mitnehmen nach Hause, weil sie nie wissen, auf was für eine Situation sie treffen. Die häusliche Gewalt ist immer sehr, ich sag mal, unberechenbar. Wann passiert es, wann passiert es nicht? Damit werden sie auch so ein Stückchen ausgeschlossen aus Freundeskreisen und das sind so Sachen, wo ich denke, es ist für Kinder wahnsinnig schwierig, mit diesem Familiengeheimnis zu leben. Es ist für Kinder wahnsinnig schwierig, Unterstützung zu bekommen und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass Kinder Beratung genau zu diesem Thema kriegen, zum Thema Gewalt in der Familie. Die zu Grundpfeiler sind einmal zu gucken, wie ich die Gefühle, die dabei entstehen, bewältige. Wer bin ich? Meine eigenen Bedürfnisse, meine eigenen Stärken, meine eigenen Schwächen, also Selbstwertgefühle und Selbstwertstärkung tätig zu sein. Aber auch Biografiearbeit finde ich auch ganz wichtig in der Beratung von Kindern und Jugendlichen, dieses Ereignis zeitlich einzuordnen, ressourcenorientiert, traumasensibel, dass ich wirklich gucke, was brauchen die Kinder, um Resilienzen auch zu entwickeln und die Krise eben zu bewältigen und auch gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Die Bedingungen und die Faktoren für ein gutes Gelingen der Kinder- und Jugendberatung sind auf alle Fälle das Enttabuisieren. Ich komme hin, schon, dass ich weiß, was passiert ist, dass ich das auch
anspreche, was passiert ist. Nicht, dass ich darüber spreche, sondern dass das meine Aufgabe ist, als Beraterin zu Kindern zu kommen, wo es zwischen den Eltern Gewalt gegeben hat. Ein weiterer wichtiger Faktor ist Schutz und Sicherheit zu gucken. Das geht zum Beispiel über innere sichere Orte, die ich mit Kindern gestalte, aber auch zu gucken, was braucht das Kinderzimmer, um ein sicherer Ort zu sein. Wenn ich frage, wo gibt es sichere Orte, wissen Kinder meistens, wo sie sind, wenn es laut und schwierig wird. Aber auch darauf hinzuwirken, was ich denke, was ganz wichtig ist, dass keine Gewalt mehr weiterhin stattfindet. Ich wünsche mir für jede Interventionsstelle eine zweite Kinder- und Jugendberaterin, damit ich im Urlaub vertreten werden kann, in Krankheitsfällen vertreten werden kann, damit das auch in der Präventionsarbeit ein Stückchen weit mehr angeboten werden kann in Schulen, in Kitas, dass man da einfach noch mehr leisten kann. Gruppenarbeit anzubieten mit einer zweiten Stelle wäre für mich total ideal, weil ich denke, für Kinder ist das wahnsinnig gut, in einer Gruppe zu dem Thema zu sprechen. Und ich würde mir auch wünschen, dass es eine bessere Weitervermittlungschance, besonders in den ländlichen Bereichen, gibt. Und auch Projekte, wo es einfach darum geht, für Kinder und Jugendliche einfach Sport zu machen oder einfach Fähigkeiten und Fertigkeiten, tanzen. Ganz viele von den Kindern und Jugendlichen, die ich beraten, die würden gern einfach irgendwo ganz unbürokratisch hingehen und Talente, die sie haben, einfach fördern. Es ist gar nicht so einfach in unserem Land. Ich finde, das ist auch schade. Ach, und das Allerwichtigste ist, dass die Gesellschaft keine Angst davor hat, mit diesem Thema umzugehen, sondern dass sie die Augen aufmacht, dass sie Unterstützung anbietet und dass natürlich die Politik auch entscheidet, das ist es wert. Weil ich denke, die Schäden, die wir haben, wenn wir Kinder alleine lassen, wenn wir gewaltbetroffene Elternteile alleine lassen, in der Zukunft sind riesig groß. Und wir sollten in die Prävention investieren und um die Unterstützung bei Menschen. Und wir sollten auch, dass das Dunkelfeld viel, viel heller wird. Es ist ja so, dass wir nur einen ganz kleinen Teil des Dunkelfeldes auch in die Beratung oder Unterstützung bekommen.